Hallöchen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge von Fran Bo. Und ich hatte versprochen, dass wir uns erstmal noch das Buch weiter anschauen. In dem geht es darum, dass es scheinbar vor Fran bereits einen Mann gab, der in der Lage war, diese andere Welt zu sehen. Und er konnte dann auch Wesen sehen wie die Valokas. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind die gutmütig. Und die Kamalas, die sind eher böse. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber so würde ich das ungefähr deuten. Und die einen verwandeln sich in die anderen oder irgendwie sowas. Das ist alles sehr, sehr suspekt und mysteriös. Schauen wir mal, was auf den restlichen Seiten noch steht. 25. Juli 1876. Mein Körper und Geist verstehen langsam das Muster. Das Leben wird einfach zu kontrollieren, wenn man alle sozialen Zwänge ablegt und nur die Regeln der Realität anwendet. Denn sie sind nicht nur Regeln, sondern auch Verhaltensweisen. Chemische Verhaltensweisen. Naturgesetze. Ohne diese Verhaltensweisen, ohne diese Gesetze würden wir nicht existieren. Manchmal wünsche ich mir ein Blatt auf dem Boden zu sein. Ganz ruhig, während es stirbt. 11. November 76. Letzte Nacht nach dem Sturm besuchte eine riesige Kreatur meinen Garten für eine Sekunde und verschwand. Ich fand eine seltsame Flasche mit einer rosa Flüssigkeit genau da, wo die Kreatur erschien. Ich verstehe den Inhalt der Flasche nicht ganz. Ich habe rote Blutkörperchen und unbekannte Bakterien in ihr gefunden. Die Bakterien scheinen ungewöhnliche Verhaltensweisen in jedem Wesen auszulösen. Ich habe etwas der rosa Flüssigkeit auf eine sterbende Pflanze gegossen und nach ein paar Minuten erblühte sie. Ich schnitt mir in den Finger, um die Flüssigkeit an menschlichem Gewebe zu testen und der Schnitt verheilte nach ein paar Sekunden. Diese Bakterien scheinen als Blutplättchen und weiße Blutkörperchen zu agieren, nur sehr viel schneller. Oh, was für ein Wesen kann das sein? Oh, geheimnisvolles rosa Wasser. Ha, gut für die Pflanze, die sich erholte und blühte. Stimmt, ich habe ganz vergessen, hier drüben das nochmal zu klicken. Ich glaube, ich müsste Chemie lernen, um zu verstehen, was er meint. Es kann Spaß machen zu verstehen, wie wir aufgebaut sind und so. Oh, er wirkt traurig. Das ist traurig. Ja, hier am Ende vor allem, was er sagt. Das ist cool. Wow, ich liebe diese Bilder. Viele Katzen und viele Farben. 22. November 76. Ich träume von tausenden schwarzen Katzen, die mein Haus umgeben. Große gelbe Augen, die mich anstarren. Oh, hier fehlen einige Seiten, die rausgerissen wurden. Krass. Lebewesen in Iterster sind unterschiedlich. Von Wurzeln bis zu riesigen Insekten. Wurzeln waren zuerst in dieser Realität. Die Insekten kamen später. Ich habe ihre Sprache und ihre Zahlen gelernt. Oh, Iterster. Fühlt sich an, als käme frische Luft aus dem Buch. Sieht aus, als hätte hier jemand einige Seiten rausgerissen. Wow! Was ist das? Sind das Briefe? Sie klingen komisch. Oh, ich mag die Maske. Ich glaube, man nennt es ein Schild. 200 viele Millionen Jahre alt. Tja, das ist alt. Ah, cool, das ist das Alphabet der Valokas. Vielleicht müssen wir das noch anwenden für ein Rätsel oder so. Der große Valokas ist der Beginn der ersten Realität. Primeve, Licht. Valokas Schild. Die Körperstruktur der Valokas unterscheidet sich von unserer. Sie bestehen aus Photonen und Schallwellen. Sie sind auch männlich und weiblich. Wenn die Jungen ein Alter von knapp 300 Millionen Jahren erreichen, werden sie mit dem Schild gekrönt. Oh, Ciar, die Erschaffung des großen Valokas, König von Iterster, zweite Realität Leben. 13. Februar 77. In Iterster zu sein, fühlt sich an, als würde man werden, was man auf der Erde nicht versteht. Wo Blätter singen, während sie von den Bäumen fallen und das Wasser flüstert dir seine Weisheit, während du es trinkst. Oh, wunderschöne Wesen, ich liebe sie. Ich mag die Bäume und die Kristalle und das Gras, alles. Die Weisheit im Wasser? Pandora, die Erschaffung der fünf Reiche. Existenzieller Existenz. Free. Befindet sich in der Welt der Menschen, dritte Realität, Erde, Mars und Jupiter, Bewusstsein, Willensübung. Senserdi, das Ende der Vibration, wenn beide Enden der Gegenteile den gleichen Rang haben, befindet sich in der dritten und vierten Realität, Tod. Erde? Das ist mein Planet. Senesididi? Tod. Mabuka ist das Ende des Lichts. Wow, viele Köpfe. Diese Kreatur verbringt bestimmt viel Zeit mit Nachdenken. Überall Blut. Das Ende des Lichts?
Das sieht alles nicht so gut aus hier. 23. März 77. Mutter Mabuka lässt mich gehen. Ich habe 15 Tage in Mabukas Hütte verbracht und ich bin müde. Ich muss mich nicht mehr vor dem Schmerz verstecken. Nun ist er Teil von mir. Es fühlt sich an, als ob die Liebe überall und in allem ist. Ich genieße es zu weinen. Ich genieße es zu lachen. Ich genieße es, am Leben zu sein. Wenn dunkle Dinge aus dem Dunkel so dunkel sind, wie finden sie einander? Vielleicht mögen sie es im Dunkeln, weil sie so hässlich sind. Und sie sind so hässlich, dass sie es vorziehen, sich nicht zu sehen. Eine einfache, aber sehr einleuchtende Logik. Oh, kein Datum angegeben. Ich bereite mich auf die Heimreise vor. Mabuka schickte mich zu den unendlichen Grenzen ihrer Hütte und ich warte auf die Luzifern. Ich musste mich mit ihnen anfreunden oder, genauer, einer von ihnen werden. Luzifern sammeln sich in Fäden, darum sieht es so aus, als würden ihnen Haare wachsen und das große Gesicht wird hauptsächlich zur Kommunikation und zur Abschreckung von Raubtieren genutzt. Ich hoffe, mein Körper überlebt die Reise. Ah, das sind die Wesen, die wir getroffen hatten, am Anfang im Wald. Das muss Mr. Leon sein, der hier sitzt. Sind das die leuchtenden Insekten? Wo ist der Kamm? Ja, der fehlt. Ah, 2. Oktober 78. Die Schwerkraft sammelt Teilchen, um neue zu erschaffen. Sie ist eine kreative Kraft. Und mit Kreativität ist Evolution unausweichlich. Und dann haben wir hier so ein buntes Muster, was aber rausgerissen ist. Was ist das? Die Zeichnung da links sieht aus wie eine Antenne. Oh nein, jemand hat den Rest des Buches rausgerissen. Ich werde nie erfahren, was mit Mr. Leon geschehen ist. Aber trotzdem war es sehr interessant. Jetzt wissen wir eine Menge von Mr. Leon. Und ich bin gespannt, welche Bedeutung das noch haben wird. Ach, wartet. Oh mein Gott. Oh Gott, ein Babyskelett. Sie haben es wohl nicht rechtzeitig geschafft. Gute Nacht, süße Träume. Kristallines Wasser, du bist so schön. Ich frage mich, ob ich eines Tages schwimmen lernen werde. Vielleicht frage ich Tante Grace, ob sie es mir beibringt. Also das Wasser ist quasi ein anderer Hotspot, nur dass wir uns das merken. Ich glaube, momentan hat das jetzt nicht wirklich irgendeine Bedeutung, aber vielleicht später noch. Vielleicht müssen wir da noch... Oh, hier endet der Weg. Hallo? Seid ihr die neugierigen Insekten, die stecken blieben? Sie schlafen. Vielleicht stecken sie gar nicht fest. Naja, ich hoffe, sie haben ihren Kamm. Okay, hier kann man sonst scheinbar nichts machen. In den Abgrund kann ich auch nicht schauen. Okay, dann gehe ich mal zurück, damit wir über die Brücke... Oh mein Gott, diese Brücke sieht gruselig aus. Oh Fran, komm schon, wir müssen nach Hause. Wir haben keine Zeit, ängstlich zu sein. Ja, aber ich habe ein bisschen Höhenangst. Kann ich zuerst, ja? Dann folgst du mir. Okay, Kätzchen, du bist so süß. Ich bin direkt hinter dir. Na, hoffentlich passiert nichts. Okay, sieht aber gut aus. Oh, oh, was ist das für ein Geräusch gewesen? Achso, das sind die Äste, die sich da ineinander verschlungen haben. Na, das sieht doch gut aus. Wir haben es geschafft. Fran, warte. Wieso? Oh Gott. Oh mein Liebling, ich kann mich nicht mehr halten. Ich will nicht sterben. Du wirst nicht sterben, Fran. Komm schon, du schaffst es. Spring. Okay, und los. Hab dich. Nein. Fran, nein. Oh, Mr. Midnight ist hinterhergesprungen. Oh nein. Hab keine Angst, Fran. Wir fallen immer. Und nach dem Schmerz stehen wir immer wieder auf. Oh, liebe Tante Grace, verlass mich niemals. Weine nicht, meine Kleine. Dein Herz ist rein und dein Geist wurde gequält. Du musst bleiben und deinen eigenen Weg gehen. Bitte, Tante Grace, warum holst du mich nicht einfach hier raus? Bitte! Du lässt mich einfach ganz alleine, wie meine Mutter und mein Vater.
Tut mir leid, meine liebe Fran. Du wirst es schon bald verstehen. Tante Grace, nein, geh nicht. Bitte, bitte. Fran, es ist Zeit für deine neue Medizin. Was hat das alles zu bedeuten? Sind wir nun immer noch in der Anstalt oder nicht? Oder sind wir draußen? Oh, sind wir die Katze? Oh, was ist passiert? Wo bin ich? Fran, wo bist du? Nein, Fran, wo bist du? Das sind Frans Strümpfe. Einer von Frans Schuhen. Was ist denn da? Ah, hässlicher Baum. Ich zerkratze dich, du böses Ding. Kätzchen? Kätzchen, hör auf. Was sagst du da? Fran, mein Liebling, bist du es? Das kann nicht sein. Was ist los, mein Schatz? Natürlich bin ich es. Wer sonst? Fran, du bist ein Baum. Sei nicht albern. Hilf mir hoch. Warte mal, wo sind meine Hände? Warum kann ich mich nicht bewegen? Wenn ich es dir doch sage, du bist ein Baum geworden. Was? Aber wie? Oh Mann, das war wohl das Ende der Reise. Das große Monster war es, ich weiß es. Er will uns nicht nach Hause lassen. Ich hoffe, er kommt nicht zurück. Er war sehr gruselig. Er kommt immer zurück. Ich glaube, ich erinnere mich an ihn, aus dieser Nacht, in der Mama und Papa starben. Kätzchen, ich möchte nicht darüber reden. Ich will nur nach Hause. Aber du bist ein Baum. Ein Baum. Ich kann dich nicht nach Hause tragen. Außerdem weiß ich gar nicht, wo wir sind. Muss ich sterben, Kätzchen? Sag es mir. Sag das bitte nicht, Fran. Verlass mich nicht. Aber ich fühle mich so schwach. Wir sind in die Terster, oder? Jetzt verstehe ich das. Das sind diese Wurzelwesen, die in dem Buch beschrieben wurden. Homka, ich nehme Haula. Kolke, kolke, Gruma. Atko, Haula, nie. Ich nehme Jokle, Manti. Aua. Ah, Vorsicht. Warum greifst du mich an? Könntest du mir bitte sagen, wo ich bin? Haula, kolke, Haula. Hör auf oder ich kratze dich. Haula, unmeigni. Was sagen Sie da? Oh mein Kätzchen, warum geschieht das mit uns? Haula! Hör auf, mich anzugreifen, bitte. Ich bin keine Gefahr. Haula, nie wanti. Kätzchen, hilf mir. Finde meine Tasche, bitte. Vielleicht hilft sie mir. Ich schau mal, was ich tun kann, Fran. Das ist ja krass, dass wir jetzt in dieser anderen Welt sind. Hör auf, meine Freundin anzugreifen, du Karotte. Sieht echt wie eine Karotte aus. Ich verstehe wirklich nicht, was du sagst. Okay, wir können... Und wir können hier lang. Ich achte ab jetzt drauf. Ich versuch's zumindest. Ein altes Gemüse, das auf einem Boot sitzt. Kann ich das Boot anschauen? Ein hölzernes Boot. Ich guck mal, ob ich erstmal dahin gehe. Ah, seltsame Form, was ist das? Ich höre Geräusche. Sie sprechen. Könnte eine Stadt sein. Oha. Aber ich denke, wir gehen erstmal hier lang. Was ist das hier? Oh, diesen Stein nehme ich mit. Der glänzt. Voll begeistert. Ah, jetzt haben wir quasi das Maul gestopft, könnte man sagen. Wahrscheinlich können wir sonst nichts mitnehmen. Ich sehe die Tasche meiner Freundin. Ich muss irgendwie drankommen. Ich weigere mich, mein wunderschönes, weiches Fell nass zu machen. Und hier? Ich habe schon etwas Ähnliches gesehen. Sie drehen sich. Oh, das hat doch gut geklappt. Was? Oh nein. Es bleibt nicht lang genug gedreht, ne? Ich habe schon etwas Ähnliches gesehen. Sie drehen sich. Ich habe aber sonst... Ah, benutze Mondstein mit. Ja, das Einzige, mit dem ich es verwenden kann, ist doch... Ah, wunderbar.
Oh, ach so, jetzt verstehe ich's. Okay, wartet. So. Da. Super. Dann können wir das holen. Ich hab die Tasche und das nur, weil ich der Beste bin. Grüne Blätter schwimmen auf dem Wasser herum. Gut, dann können wir ja schon wieder rüber. Und dann benutzen. Oder benutze das automatisch? Mal gucken. Fran, mein Liebling, ich habe die Tasche. Das ist toll. Du bist der Beste, Mr. Midnight. Jetzt zeig dem Kerl, der mich angreift, mein Familienfoto. Vielleicht versteht er, was ein Mensch ist. Nun, ich hoffe es zumindest. Okay. Ach so, jetzt habe ich plötzlich... Oh, das muss ein Bug sein. Hör auf, meine Freundin anzugreifen, du Karotte. Wartet. Ach so, das Familienfoto. Ach nee, klar, ich kann jetzt doch da reingreifen. Auch wenn ich es im Maul trage. Ornum? Nioka. Ah, Ruma, Baskin Oltau. Ah, verstehe. Hä? Wo bringst du mich denn hin, Herr Gemüse? Oh je. Sie wollen dir helfen, Fran. Ich kann es fühlen. Okay, Ruma. Eppo. Hab keine Angst, mein Liebling. Kätzchen, halte sie auf. Bitte, verlass mich nicht. Ich werde bei dir bleiben. Galopp mal, galopp mal. Oh. Und da sind wir weggeflogen. Verrückte Sache. Kapitel 3. Wachkoma. Oh. Also könnte es auch sowas sein, dass wir uns im Wachkoma befinden? Jetzt sind wir ein Baum, ey. Iten Baumenoka ist bäh. Sjar, ni haula wanum. Hirschmau, ib den Gorska. Emita null friol. Gorska. Sjaro. Willkommen, Kreatur. Mein Name ist Sia. Sprichst du Mensch? Oh mein Gott, ja. Ja, tue ich. Endlich. Mein guter Freund Wright hat mir erzählt, dass du ihm ein Bild gezeigt hast. Mit 4 Menschen und einer Katze. Ich nehme an, du bist eine von ihnen, das kleine Mädchen. Vergib meinem guten Freund, falls er dich erschreckt hat. Wir haben noch nie einen Menschen gesehen, der aussieht wie ein Baum. Ja, lass mich erklären. Wir brauchen nicht sprechen, mein Kind. Dieser Samen zeigt mir alles. Ib den Monogeist Ecto, Ecto Bro, Ecto Prote. Oh. Lass mich mal sehen. Du bist gut. Daran gibt es keinen Zweifel. Ein Sucher der Wahrheit. Das kommt in der Familie der Bows häufig vor. Ah, dein Name ist Fran. Das Mädchen mit der Leidenschaft für das Leben. Ich sehe große Liebe zu der kleinen Kreatur neben dir. Eine Katze. Beschützer der Tore. Interessant. Siehst du das alles in einem Samen? Sei still. Ich sehe noch etwas. Der Samen verbirgt nichts. Ich sehe eine Welt, die niemand sehen sollte. Niemand außer einem. Was meinst du mit außer einem? Du meinst das Monster? Du solltest nicht hier sein, Fran. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann, mein Kind. Ich verstehe, aber wie kannst du mir dann helfen? Wir können dich jetzt nicht gehen lassen. Es ist zu gefährlich für uns. Du hättest nie von unserer Existenz erfahren dürfen. Es muss einen Weg geben. Sag's mir, bin ich tot oder so etwas? Tot? Was meinst du damit? Du weißt schon, wenn man nicht mehr da ist. Außerdem ist es nicht normal, ein Baum zu sein. Ich muss tot sein. Der Tod ist nur die Abwesenheit von Liebe. Sobald man keine Liebe mehr spürt, stirbt man, selbst wenn sich der Körper noch bewegt. Dann bin ich nicht tot. Du musst mir helfen, nach Hause zu kommen.
Kleine Katze, komm näher, lass dich ansehen. Wie heißt du? Mein Name ist Mr. Midnight. Das ist ein sehr schöner Name. Glaubst du, Fran sollte nach Hause gehen? Ja, das tue ich. Sag uns den Heimweg, ich flehe dich an. Ah, ich habe eine Frage. Bist du der König? Du bist herrlich. Ja, ich bin der König. Der König von Eterstha. Oh, welch Ehre, eure Hoheit. Übrigens mag ich eure Blätter, die sind schön. Hoheit, König, bitte, werdet ihr mir helfen? Warum wollt ihr so sehr nach Hause gehen? Der Samen erzählte mir eure Geschichte. Du hast nicht viel, zu dem du zurückkehren kannst. Es gibt trotzdem viele Gründe, Hoheit. Aber der wichtigste ist meine Tante. Sie wird mich beschützen. Ich möchte das Gefühl haben, dass sich jemand um mich kümmert. Ich bin total verwirrt und ich möchte da sein, wo es sich nach zu Hause anfühlt. Verstehe. Ihr seid sehr mutig. Ich möchte einfach nur nach Hause. Bitte, helft mir. Es gibt Dinge, die ich nicht tun kann, aber ich werde euch helfen. Ich führe euch zu der Tür, die nach Hause führt, aber ihr durchschreitet sie auf eigene Gefahr. Wirklich? Oh, vielen, vielen Dank. Und wo ist diese Tür? Später, eins nach dem anderen. Ihr müsst in diesem Land gehen und sprechen können. Ja, das wäre wirklich toll. Ich fürchte, ich kann dir deinen menschlichen Körper nicht zurückgeben. Das kann nur der große Zauberer. Aber über ihn reden wir nach der Prozedur. Zuerst musst du unsere Sprache verstehen. Aber wie soll ich jemals eure Sprache verstehen? Iss diese Frucht. nom nom. Deine Ohren und Zunge werden verstehen können, aber nicht deine Augen. Das heißt, du wirst nicht lesen können. Macht euch darüber keine Gedanken. Ich kann ja nachfragen. Entschuldigung, verstehst du, was ich sage, menschliches Wesen? Ja, tue ich. Oh, du klingst so nett, unglaublich. Hast du ihn verstanden, Kätzchen? Nein, habe ich nicht. Ich verlange eine Frucht für mich, die Katze, eure Hoheit. Du brauchst sie nicht, Mr. Midnight. Unser Land besteht aus Gerüchen und Geräuschen. Bald siehst du alles als deine eigene Welt an. Daran habe ich keine Zweifel. Du schaffst das, Kätzchen. Und wisst ihr, warum ich ein Baum geworden bin? Ja, aber ich glaube nicht, dass ich der Richtige bin, dir die Antworten zu geben. Nun ist es Zeit für die Prozedur. Hast du Höhenangst? Ein bisschen, ja. Mir wird schwindelig. Wieso? Bringt sie nach oben, sofort. Wohin bringt ihr mich? Was habt ihr mit mir vor? Du sollst Arme und Beine bekommen. Alles wird gut werden. Ich werde auf dich warten, Fran. Ich liebe dich. Oh oh, ich will nicht wissen, was jetzt passiert. Wahrscheinlich werden wir einfach von oben runtergeschmissen, damit wir zerschellen und dann Arme und Beine haben, oder? Weiß ich nicht, mal schauen. Boing. Oh, da ist dieses Wesen aus dem Buch. Mit dem rosa Flüssigkeitszeug. Guten Tag, mein Name ist Palontras und ich bin heute dein Arzt. Zu Diensten. Bist du der Notfall? Wow, fantastisch. Was für ein großes, schönes, flauschiges Ding. Entschuldigung? Oh, tut mir leid. Es ist nur so, dass ich noch nie etwas wie dich gesehen habe. Ich versuche immer noch zu verstehen, dass all das hier echt ist. Mein Name ist Fran. Ich bin ein menschliches Mädchen. Der König schickte mich, um Arme und Beine zu bekommen, damit ich nach Hause kann. Oh, ein Mensch. Ich glaube, wir können dir Arme und Beine besorgen. Um das zu schaffen, müssen wir aber ein wenig weiter reisen. Bist du bereit, die Pfoten des Biests zu betreten? Welches Biest? Ich bin das Biest. Gehen wir. Und weiter geht's. Ah, tatsächlich, die rosa Flüssigkeit. Dann ist das schon ziemlich sinnvoll, das Buch gelesen zu haben, damit man das ja alles versteht. Da wären wir. Wow, dieser Ort ist so schön und friedlich. Ich wünschte, ich könnte für immer hier bleiben. Danke, das ist mein Zuhause. Hier wurde ich geboren. Der Geist des großen Valokas erschuf es. Hier gibt es das reinste Wasser im ganzen Universum. Oh wow, das klingt toll.
Wer ist der große Valokas? Hast du noch nichts von den 5 Realitäten gehört? Er ist der König der ersten Realität. Vor langer Zeit war er im Krieg mit der Dunkelheit und eines Tages fiel er. Er fiel so schlimm. Sein Herz war gebrochen, er war ganz allein. Aber er kam nach Iterstar und sein Blut färbte dieses Wasser pink. Darum ist es so rein. Eine sehr lange Geschichte. Wow, das klingt super. Ich meine, ich wusste nichts von anderen Realitäten. Und warum bist du hier? Was brachte dich nach Iterstar? Mein Kätzchen Mr. Midnight und ich waren auf unserem Heimweg. Ich war so glücklich, ihn zu sehen und zu umarmen. Aber dann fielen wir. Das große Monster, das mir folgt, hat das getan. Es zerstörte die Brücke. Er will mich tot sehen. Wer würde dich tot sehen wollen? Das klingt schrecklich. Ich möchte lieber nicht darüber reden. Aber, Herr Doktor, warum bin ich ein Baum geworden? Ja, manchmal sind unsere Wünsche so stark, dass sie wahr werden. Du hast es getan, um dich selbst am Leben zu halten. Sieh es mal so, dein menschlicher Körper wurde zerstört. Aber du wolltest Fran bleiben, du wolltest dein Leben behalten. Also hast du diese leere Hülle genutzt, um all deine wertvollen Erinnerungen bei dir zu behalten. Es ist das erste Mal, dass ich einen Menschen, einen Baum als Verpuppung nutzen sehe. Aber es ist gefährlich, dich hier zu haben. Das macht unser Land angreifbar. Ich habe mir das selbst angetan? Wow, aber Palontras? Wie? Ich wusste nicht, dass ich überhaupt was getan habe. Du wusstest wirklich nicht, was du getan hast? Verstehe. Nun denn, als du nach Iterstar gereist bist, hast du eine Tür zwischen deiner und unserer Realität geöffnet. Und durch diese offene Tür können unbekannte Monster auch in unsere Realität eindringen. Und wenn das geschieht, wird das Gleichgewicht vergiftet. Und es gibt nur einen, der die zweite Realität vergiften würden wollte. Das Monster, das schlimme Schwarze. Oh, wieso weint sie oder er? Das darf nicht schon wieder passieren. Auf keinen Fall. Nicht traurig sein, Doktor, es tut mir leid, das wollte ich nicht. Oh, kleines Mädchen, du bist so nett und du musst dich für nichts entschuldigen. Du bist etwas ganz Besonderes, aber konzentrieren wir uns auf deine Arme und Beine. Ja, Doktor. Soldat der Sonne, Geist des Wassers, gebt Fran ihre Arme und Beine. Wie fühlst du dich, Fran aus Iterstar? Wow, ich fühle mich wie ein schöner Baum. Ich habe Blätter. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ich hab dir ja gesagt, wir kriegen das hin. Das Wasser ist magisch. Es heilt alles. Alles? Glaubst du, du kannst Mami und Papi wieder heil machen? Wie meinst du das, heil machen? Was stimmt denn nicht mit ihnen? Ach, nichts, Doktor. Danke, dass du mir geholfen hast. Du bist der beste Doktor, den ich je hatte. Und du bist flauschig und schön. Ich hatte mal einen anderen Doktor, Dr. Dern. Er war ein böser alter Mann. So? Ich wette, so schlimm war er nicht. Vielleicht hat er nur nach den Regeln gehandelt. Gehen wir jetzt. Ich setze dich bei der Station ab. Voll schön hier. Und ich mag Palontras, hieß er oder sie, glaube ich, ne? Oh, wie wir jetzt aussehen, voll krass. Hier sind wir wieder. Zeigt Zia dem König, welch nette Iterstianerin du geworden bist. Danke nochmal, Doktor. Du musst mal meine Katze kennenlernen. Das wäre wirklich toll. Bis bald. Auf Wiedersehen. Oh, voll süß war das eben. Und hier ist irgendwie die Musik so, weiß ich nicht, so meditativ träumerig. Das mag ich. Ja, krass, wir sind jetzt ein Baummensch in der Welt von Iterstar. Und ja, keine Ahnung, das scheint so eine Art Parallelwelt zu sein, die mehrere Realitäten umfasst. Und dann gibt es dieses Wesen, das scheinbar irgendeine Realität verschmutzen will oder vergiften will. What? Okay, auf jeden Fall ist es noch verwirrend, aber wir kriegen das schon hin. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Fran Bow wieder. Ich freue mich sehr darauf. Also dann bis dann. Ciao, ciao.